Ich laufe immer noch, ich mach gleich weiter. 3, 2, 1. 3, 2, 1, blub. Hilfe! Hilfe! Ja, wir Damen sind immer noch hier oben und machen uns jetzt auf den Weg, Fleck zu retten. Los, Jenny, come on, ich baby, let's do it. Zieh deine Knarre. Lass mich wenigstens noch mein... Oh, die sind aber agil. Glaub, ihr braucht mich nicht mehr retten. Ich hab sie abgehängt. Jenny, gen Norden, ne? Scheißen Dreck, guck dir das da mal an. Wir rennen jetzt genau straight geradeaus runter. Warte, nee, lass die erstmal vorbeiziehen. Guck mal, die laufen. Wir sind echt noch undetected. Ja, deswegen. Lass die vorbeiziehen. Ich bin auch undetected. Hier, Horde, ne? Leute. Ja, deswegen. Oh. Nee, ich meinte ja auch, weil einer geschrieben hatte wegen der Horde, dass sie immer denselben Weg läuft, aber sie ist random. Beziehungsweise damals war das schon so. Wer hat früher mit He-Man-Figuren gespielt? Nein. Ihr seid halt Mädchen, ne? Machen sie was. Ich hab mit Autos gespielt. Wollte ich gerade sagen, ich auch. So, Jörl, ich glaube. Obwohl ich hatte eine Pocahontas Barbie-Puppe. So eine Pocahontas Puppe. Ah, ein Wehrschwein bei Nacht, bei Vollmond. Ich krieg die Krise. Okay, einfach. Lauf, Forest! Ich bin zu Hause, ich weiß gar nicht, was daran so schwer war. Was? Du hast doch hier geflennt wie ich so eine Memme. Ich habe es geschafft. Ich bin ein Mann. Fleck, weißt du, voll am Austicken, so, ah! Das schreit wie eine Memme und jetzt sagt er, ich bin zu Hause, war ja gar nicht so schlimm. Ja, nee, ist klar. Ich habe es geschafft, Uli. So, da ist doch ein Auto, nimm den Sedan mit. Nee, da ist ein Zombie. Den Sedan? Ich nehme ihn mit, ich hab ihn. Ah, da ist nur Shit drinne. Wer hat gesagt, wir sollen hier Ordnung halten bei den Kisten? Jenny, was läufst du gegen West? Wie Ordnung? Weil das ungefähr die Richtung ist, in die wir gleich müssen. Was hast du schon wieder gemacht, Flag? Nichts, ich halte Ordnung. Flag? Ja? Ich habe eine dicke, fette Magnum in meiner Hand. Okay. Und dann komme ich dich besuchen. Jenny! Norden! Norden! Jenny, Norden! Ich laufe auf der Straße jetzt gen Norden, Jolle. Alles easy. Ja, ich mach hier voll die geile Abkürzung. Nimm das Auto noch mit, was leer ist. Norden! So viele Pistolen, ich will auch eine. Ich glaube, ich hatte schon mal von meiner Nachtwanderung damals erzählt. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Erzähl von deiner Nachtwanderung, komm. Da wo, also mein Freund und noch ein Bekannter von uns, wir auf Reisen, da haben in der Nacht irgendwie, keine Ahnung, warum wir da losgegangen sind, irgendwas auf einer Karte entdeckt und so ein rundes Gebilde halt, wollten das untersuchen, mitten in der Nacht. Und Ende der Geschichte ist, wir sind völlig panisch, haben Verfolgungsängste gehabt, dass uns halt wirklich jemand... Euch ist schon klar, dass so Horrorfilme anfangen, ja? Nein, aber es war Tatsache so, dass dieser Weg, diesen Pfad, den wir damals gegangen sind, der wurde immer mehr verwucherter, das hast gar nichts mehr gesehen, ja? Und irgendwann knackt und knarzt ist. Und wir haben uns so erschrocken und ich hab irgendwie so immer so ein Gefühl. Jetzt bin ich leicht verwirrt, aber okay. Ich hätte dir auch sagen können, dass dieser Weg, den du da bestreitest, dass es ein steiniger sein wird und dass er... Nö, das gar nicht. Steinig und schwer. Nee, ich bin jetzt gerade guten Meter an den Zombies vorbeigelaufen und die reagieren nicht auf uns. Ja, das ist richtig. Dann habt ihr so lange der Frage das nicht, dass ihr wie Zombies deswegen. Kann schon sein, und... Nimmst du uns jetzt nicht mehr so, wie wir sind? Guck mal, das Babe! Oh, das Babe. Glücksschwein. Komm. Ah, ich wollte es mitnehmen. Guck mal, hier. Boah, nee, Jenny. Jenny, das war ein Trugschluss. Ja, sauf doch mal was, Mädchen. Sauf. Ich sprenge übrigens wieder. Oh, wir sind fast zu Hause. Hier, wir haben die Grafikbugs auf der Straße. Ja. Huch, verdammt! Nein, ich wollte nicht nach oben. Aber das Ding wirft schon wieder Supplies ab, ne? Mann. Demnächst machen wir uns wieder auf die Suche nach denen, ne? Wo sind die? Ja, irgendwann machen wir das dann wieder. Ich bin irgendwie gerade in meiner Höhle wieder nach oben gebackt. So, wo wohnen wir? Wohnen wir dort? Folge mir! Mach ich Cherie. Ah. Was denn hier? Ich muss noch mal saufen. Ich bin zum Sägewerk! Oh Gott, da sind sie. Schnell Licht aus und in die Höhle. Oh,
vertrautes Heim. Wieso ist hier auch ein Loch gewesen? Wann gehen wir zum Sägewerk? Ich möchte zum Sägewerk, Wann denn? Aber erst am nächsten Tag, oder? Der nächste Tag ist nicht mehr weit. Der Weg wird ein steiniger sein. Ich hab nochmal 7mm Bullets für dich, Flag. Oh ja, die nehme ich. So, aber jetzt muss ich erstmal sprengen. Ach ja, ich muss gleich erstmal sofort meinen Schlafsack hier wieder hinlegen. Ey, das ist blöd. Wie habt ihr denn das hier angeordnet? Jenny, was ist denn hier für ein... Ich war das auf keinen Fall. Dieser Schlafsack. Das ist meiner, das ist Flex. Ich hab meinen schön ans Feuer gelegt, damit man da... Owned by Mr. Flag. Ja. So, ich leg mich direkt neben den Flag. Ich hab mir überlegt, ich baue mir meine Höhle so aus, dass ich bei dieser Schule rauskomme. Bei der Schule? Möchtest du das denn? Noch ein zweiter Weg. Warte. Sag mir jetzt nicht, ich höre... Was macht denn ihr da oben? Hab ihn. Danke. Klar, kein Ding. Diskriminiere ihn nicht wegen seinem Aussehen. Er ist adipös. Nee, adipös sieht das. Nee, was ist er? Ja, das ist richtig. Arme Zombie. Adipös ist schon richtig. Die nix mehr. Ups, jetzt bin ich auch in der Konsole. Verdammt! Da rechts ist ein Close-Button. Ach, du bist ja so lieb. Ja, ich bin da auch reingeraten. In die Konsole. Hallo, es ist 6 und noch was. Hörst du auf jetzt? Madame, Red Lady, ne? Achtung, Sprengung! Heimat deine Bäume. Flag, mach jetzt nicht in der Nacht! Warum? Mann! Vermiss und so. Hier ist schon wieder. Da siehst du das? Zack. Wenig. Der Flag. Echt. Den müssen wir mal auspeitschen irgendwann. Nein. Wir haben einen Konsolenfehler. Ein was haben wir? Da war gerade so ein Objekt, das wurde mir angezeigt, dass es 44 Mal existiert. Das war irgendwo in den Holzkisten. Hattest du das auch? Ja. Genau. Wenn du draufklickst, dann kriegst du das und dann ist es aber weg. Also insofern wird es dann automatisch gelöscht. Ja, ich hab's jetzt leider bei mir immer im Inventar. Das ist ein bisschen blöd. Nee, du kannst es ja einfach... Nee, das müsste eigentlich weg sein, oder? Jetzt war's... Da liegt es. Das sind Baumstämme, sind das. 44 Baumstämme, die können nicht mehr gelesen werden. Oh, wir haben ein Problem. Was denn? Das ist dieser Bug mit den, Jenny, den kenne ich. Das sind 44 können wir jetzt keine Baumstämme mehr aufnehmen? Na, wahrscheinlich doch, nur noch neue. Neue geht, ja. Buggy. Die sind buggy. Ja, aber wenn ihr sagt, neue geht, dann ist das ja okay. Halt. Puh. Ich glaube, ich muss mir mal meine Höhle, aufzeichnen. Wo war jetzt die Munition? So, ich komme jetzt nach oben und dann gehen wir ins Sägewerk. Du machst dein Inventar leer. Hab ich doch schon gemacht. Ich hab doch schon alles in eure Kisten geschmissen da. Ja, deswegen sieht das auch so aus, wie es aussieht. Was ist das denn hier? Hilfe, ich hab einen Hirsch in der Höhle. Oh, und wir müssen die Folge, glaube ich, wieder beenden. Kann das sein? Kommt mal in die Höhle rein. Ich hab ein Haustier. Wir nehmen jetzt 1:17 auf. Also. Kommt hier rein. Los. Was ist denn weg? Aber ein Haustier, es ist so niedlich. Hast du jetzt Babe 2 da aufgegabelt? Nein, das ist eher, es ist Bambis Papa. Sollen wir jetzt wirklich zu dir kommen? Ja, ihr müsst doch nur da oben durch das Dingens da gucken. Durch das Dingens da? Da. Ja, da, ist gut. Mit Kisten. Ist gut. Leute, verflucht mich ruhig, ich weiß nicht, wo wir was haben. Da, guck, Bambi. Bambi in riesig, weißt du? Ich glaube, ich schieße Bambi jetzt einfach mal in den Hinterkopf. So, das stört Bambi gar nicht. Bambi total Monster. Liebe. Bambi, Kopf hoch. So, Bambi ist hinüber. Ach, ich muss ja erstmal meine Kohle rausnehmen, ne? Das wird immer was. Wer bist denn du? Was denn? Oh, mein Fleck. So, alles rein da. Der Tag ist angebrochen.
Mist, das kann ich nicht sticken. Ich weiß nicht wohin mit meinem ganzen Kram, Jenny. Ich weiß nicht wohin. Der Tag ist angebrochen. Ja, dann würde ich sagen, auf zum Sägewerk, wa? Auf zum Sägewerk. Irgendjemand drischt da auf unser Dings ein. Hä? Hallo. Huch. Hi. Ich muss noch meine Sachen loswerden. Das heißt, wir müssen jetzt die Dings abbrechen, die Folge? Eigentlich schon. Kann sein, dass halt eine bisschen kleiner dann ist. Dann machen wir das jetzt. Ich sag einfach mal schö mit Ö. Schö mit Ö. Das ist richtig. Hey.